Kulturland-Initiative. Ganz kurz, um was geht es und wie stimmen Sie ab? Also wir sind ja als Grüne Verursacher von dieser Initiative. Wir haben sie erfunden, selbstverständlich bin ich dafür. Wir wollen ins Gesetz fassen, dass nicht noch mehr Bauzonen ausgesiedelt werden. Innerhalb der Siedlungen müssen letztendlich jetzt die Kultur lang geschützt werden. Das heisst, ackerfähiger Land soll geschützt werden. Man muss dafür ein bisschen Fantasie walten lassen, aber man hat Möglichkeiten, um Kompensation zu schaffen. Jetzt haben wir ja schon mal über die Initiative abgestimmt. Die ist angenommen worden. Wieso müssen wir das jetzt nochmal machen? Die Initiative ist angenommen worden. Der Kantonsrat hat sich der Diskussion verweigert. Das Bundesgericht hat uns letztlich sagen, wir müssen eine referendumsfähige Vorlage schaffen. Und das hat man jetzt müssen machen. Wir müssen die Umsetzung jetzt verabschieden. Wir müssen der Umsetzung hoffentlich zustimmen. Und weil wir eine Anregung gemacht haben, eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung, braucht es das jetzt. Wir haben einfach nicht einen einfachen Gesetzesartikel gemacht. Okay, jetzt argumentiert der Kantonsrat und die Mehrheit vom Kantonsrat mit dem Richtplan, wo das schon größtenteils umgesetzt sei. Und Sie haben das so nicht akzeptiert und nachher die Judikative bemüht. Also haben Sie einfach eigentlich den demokratisch-politischen Prozess nicht akzeptiert und dann jetzt Ihren Kopf durchstieren? Nein. So ist das natürlich absolut nicht. Der Richtplan, das muss ich also sagen, erstens ist schon unter dem Eindruck von der Initiative gestanden. Der Richtplan wäre so nicht rausgekommen, wenn es die Initiative nicht gegeben hätte. Aber der Richtplan ist ein Instrument, das man allbald ändert. Oder? Es braucht ganz wenig, um einen Richtplan zu ändern. Und wir wollen eigentlich das, was positiv ist am Richtplan, wenn wir in ein Gesetz fassen, damit es wirklich nicht einfach immer fliegend geändert werden kann. Und die Umsetzung, die jetzt ja darüber abgestimmt wird, was beinhaltet die im Vergleich zu dem Richtplan? Die Umsetzung kann zum Beispiel eröffnet die Möglichkeit, dass man Böden aufwerten kann. Das ist die berühmte Humustransport, der da passiert werden kann. Das heisst, man kann kompensieren. Man kann sagen, wir wollen jetzt hier bauen, aber wir wollen ein anderes Land aufwerten mit dem Humus, der letztlich anfällt bei jeder Baustelle. Das Zweite ist, was die Initiative bewirkt, man kann mit einer anderen Gemeinde verhandeln. Man kann sagen, wir in unserer Gemeinde haben ein gutes Projekt, wir wollen bauen, wir wollen Bauzonen ausscheiden. Tönt ihr dafür auszonen? Es sind Möglichkeiten, die da sind. Also es gibt eigentlich sehr viel Handlungsspielraum und Flexibilität für die Gemeinden. Und wenn jetzt die Umsetzung gleich würde abgelehnt werden, ging das Geschäft dann zurück in den Kantonsrat, oder ging es zurück ans Gericht, weil es ja dann immer noch nicht richtig umgesetzt wird, oder wäre es dann mit dem Richtplan erledigt? Nein, der Stimmbürger hat jetzt die Möglichkeit, nochmal abzustimmen. Und jetzt haben wir eine Vorlage, wo wir also nicht, ich muss nochmal betonen, wir sind nicht wahnsinnig glücklich darüber. Wir haben Anträge gestellt, um das noch ein bisschen besser zu gestalten. Aber wir sind unterlegen, trotzdem müssen wir sie jetzt unterstützen. Und dieser Meinung sind ja schließlich auch Bauern. Der Bauernverband unterstützt das auch, weil sie genau wissen, wir müssen Siedlungsland schützen in diesem Kanton. Sonst wird alles überbaut. Aber zurück jetzt an den Stimmbürger geht es dann nachher nicht mehr. Nachher wird abgestimmt. Wir haben ja jetzt einen demokratischen Prozess, da sind wir jetzt drin. Das heisst, könnte man jetzt am Regierungsrat und dem Kantonsrat unterstellen, dass sie extra eine Umsetzung unterbreitet haben, die eher abgelehnt wird? Am Kantonsrat sicher, weil unsere Anträge sind abgelehnt worden, aber der Regierungsrat hat eigentlich eine sinnvolle Umsetzungsvorlage vorgelegt. Da kann man jetzt also den Regierungsrat für einmal nicht kritisieren, aber der Kantonsrat hat sie nicht gerade verbessert. Und gibt es noch etwas zu dieser Initiative, die Sie gerne sagen würden, ich Sie aber nicht gefragt habe? Die Initiative muss man annehmen, weil es ist eine Initiative, die das Land schützt, auch für die Zukunft, für unsere Kinder, die werden in diesem Kanton leben und die Gestaltungsraum für Gemeinden bietet. Man muss sie annehmen, unbedingt, da sind wir mit den Bauern einig. Danke vielmals.